Das digitale Zeitalter für die Deutsche Bahn hat begonnen. Um diesen Digitalisierungstrend weiter zu gestalten, bedarf es einer modernen Infrastruktur. Damit die Bahn digital und wirtschaftlich bleibt, soll mehr Kapazität auf die bereits bestehende Infrastruktur gebracht werden. Ein Schlüssel zu mehr Kapazität im Netz ist die digitale Schiene Deutschland. Die digitale Schiene Deutschland mit ihren Stellwerken ist ein zentraler Baustein in der Zukunftsstrategie der Deutschen Bahn. Digitale Stellwerke. Wie kann man sich das vorstellen? Am Ende ist das so wie der Internetanschluss zu Hause. Sie haben einen Internetanschluss bekommen und konnten plötzlich teilhaben an der weltweiten Kommunikation. Digitale Stellwerke sind genau das für die Eisenbahn. Mit Warnemünde ist nach Annaberg-Buchholz bereits das zweite digitale Stellwerk, ein sogenanntes DSTW, in Betrieb genommen worden. Dies markiert den Startpunkt für eines der größten Innovationsprojekte in der Geschichte der Deutschen Bahn. Wir sind sehr stolz darauf, dass beide Anlagen seither störungsfrei funktionieren. Wir haben die Technologie entwickelt, wir haben gebaut, wir haben sie zur Zulassung gebracht. Und wir werden so weitermachen, zusammen mit der Industrie, das deutsche Schienennetz zu digitalisieren. Digitale Stellwerke sind eine technische Weiterentwicklung der elektronischen Stellwerke, sogenannten ESTWs, und werden das deutsche Schienennetz revolutionieren. Zusammen mit der Industrie ist es uns gelungen, im Oktober diesen Jahres das DSTW Warnemünde erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Es ist das erste digitale Stellwerk in Deutschland, was auch die Steuerung für den Personenfernverkehr übernimmt. Wir sind stolz darauf, zusammen mit allen Beteiligten, mit allen Interessenvertretern, dieses digitale Stellwerk erfolgreich in Betrieb genommen zu haben. Diese neueste Stellwerksgeneration nutzt aktuelle Entwicklungen und Möglichkeiten digitaler Technik für ein neues Konzept. Weichen und Signale werden über ein Datennetz digital angesteuert. Insgesamt bringt die neue Technik weniger Komponenten, mehr Zuverlässigkeit, mehr Flexibilität. Das digitale Stellwerk Warnemünde ist das erste sogenannte Vorserienprojekt. Bereits 2015 im Zuge der Auswahl der Bauprojekte für die Vorserie war uns klar, dass wir bei der neuen Stellwerkstechnik unbedingt dabei sein wollten. Mit den Entwicklungs- und Zulassungsthemen haben wir nochmal eine besondere Herausforderung im Bauprojekt. Wir freuen uns besonders, dass die Inbetriebnahme im Herbst gelungen ist, und das ist nur gelungen durch eine besonders intensive, spannende Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten und insbesondere mit der Projektleitung. Digitale Stellwerke werden zukünftig in ganz Deutschland ausgerollt. Durch die Umrüstung auf digitale Stellwerke in Kombination mit dem European Train Control System ist die Basis, um bessere Qualität und Stabilität im Bahnbetrieb zu gewährleisten, ohne einen Kilometer Schiene neu bauen zu müssen. Neben dem DSTW Warnemünde gehen in den kommenden Jahren weitere DSTWs in Betrieb. Die nächsten Projekte sind Meitingen-Mertingen, das Harz-Weser-Netz und Koblenz-Trier an der Moselstrecke. Danach wird es richtig groß. Da gehen wir nach Stuttgart. Mit Inbetriebnahme des Bahnhofs in Stuttgart werden wir dort den gesamten Knoten digital steuern. Digitale Stellwerke bilden die Grundlage für Kapazitätssteigerungen, für höhere Qualität und für Effizienz in der Schieneninfrastruktur. Wir legen damit einen Grundstein für eine europäische digitale Schieneninfrastruktur. Außerdem wird ein durchgängiger europäischer Bahnverkehr ermöglicht. Denn nur mit digitalen Stellwerken kann es eine starke Schiene geben. Für das Klima, für die Menschen, für die Wirtschaft und für Europa.